Moin Giorno Ragazzi, es ist verdammt geiles Wetter. Wir sind im wunderbaren Kölner Stadtwald. Ja. Du darfst doch gar nicht reden, bist doch gar nicht da. Ich dachte, du guckst mit mich dabei. An beim Fragen. Ja. Ich muss die Antwort machen. Entschuldigung. Ich sag doch nicht, wer ich bin, dann wissen sie es noch nicht. Wir sind im wunderbaren Stadtwald in Köln. Es ist ein Samstag, ja. Heute ist großer Spieltag. Wow, stimmt. In der Bulli, ne? Reicht's langsam mit dir. Mit dabei, ach sehe ich, scheißegal. Jody Kalus ist mit dabei hier in der Henkes Corner. Es ist wunderbares Wetter. Wir sitzen draußen bei gefühlt 26 Grad. Wir haben uns in den Schatten verzogen. Es ist zu warm in der Sonne. Und trotzdem noch zu schön im Schatten. Im Hintergrund laufen ein paar Gänse rum. Ich weiß nicht, ob man die einfangen kann. Das sind aber für die, die jetzt quasi über Audio nur hören, völlig obsoleter Fakt, weil das ist ein Videopodcast. Ihr könnt ihn auf Spotify anschauen, aber auch auf Apple. Und auf Spotify bin ich doof. Ihr könnt auf YouTube anschauen. Und auf Spotify und Apple könnt ihr ihn hören. Auf Spotify kann man es auch angucken, oder? Oder machst du das nicht? Das mache ich nicht. Nee. Weil Spotify nicht bezahlt. Ja. So. Verständlich. Jody, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Ich fühle mich geehrt. Freust du dich wirklich? Ja, wirklich, weil es ist so ganz unerwartet. Wir haben uns einmal gesehen. Und vor 15 Jahren anscheinend, haben wir gerade festgestellt, auch schon 2-3 Mal. Ja, tatsächlich. Das war so sehr out of the blue und ich fand das sehr schön. Ich fühle mich wirklich sehr geehrt. Ich find's super. Ich freue mich wirklich sehr. Denn tatsächlich bin ich schon, das jetzt kommt voll weird, aber ich gucke dich schon sehr, sehr lange. Scheiße. In letzter Zeit nicht mehr so viel. Aber ich habe deinen Kram sehr lange verfolgt. Ja, stimmt. Warum sagt man das immer? In letzter Zeit gucke ich dich nicht mehr so viel. Sei doch nicht so gemein. Ja, du machst ja auch nicht so viel in letzter Zeit. Du machst einfach raus. Du machst halt, dann mach halt mehr in letzter Zeit. Mach einen Podcast oder so. Ich bin dabei. Ich bin I'm coming back. Ja, ich habe nämlich was gesehen, was Feines. Aber da kommen wir noch drauf. Ja. Pass auf. Das erste Mal habe ich nicht mitbekommen. Übrigens, ich möchte präsentieren die wunderbaren Santiano-Becher. Ich war mit meinen Eltern auf dem Konzert. Geil. War's geil? War arschgeil. Mit den Silberköpfen haben wir schön Party gemacht. Wir sind schön auf hohe See gefahren. Schön. Stößchen erstmal. Stößchen. Zack. Cheers. Da ist kein Alkohol drin. Wasser, Leute. Drink more water. Trink mehr Wasser. Bei mir ist auch Wasser drin. Nee, tatsächlich habe ich das erste Mal von Jody Calussi gehört. Und zwar im Padawan-Projekt von Commander Keeler. Oh mein, nicht dein Ernst. Was? Wie alt warst du da? 5? Da. Was denkt ihr? Weißt du, wie alt ich bin? 24, 25? 27. Ah ja. Ich bin 27. Ja, okay, gut. Dann bist du. Wer bist du jetzt? 45? 30. Sorry. Ich finde das nicht schlimm. Wirklich, ich freue mich schon mein ganzes Leben lang auf meine 30er. Ehrlich? Deswegen, ja, geil. Du alterst in Würde. Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Das ist einfach das geilste Alter. Du hast nicht mehr so diese so Teenager-Hormone so. Du bist so irgendwie, du hast Cash, du hast irgendwie dein geregeltes Leben, du hast so, wenn es gut läuft, einen Partner. Warte kurz. So bei dem, das kommt mit 30, aber bei dem Cash-Ding bin ich noch nicht du da. Du fängst gerade an in 3 Jahren, weil weißt, wo du bist. Meinst wenn du? Wenn du jetzt so hustlest, wie du hustlest, dann bist du in 3 Jahren. Glaubst also nicht, du? Nicht, dass du dann nie mehr was machen musst. Darum geht's nicht. Aber du hast dann einfach deine monatlichen Einnahmen. Du hast so, du weißt so, wie es läuft. So, dir geht's gut. Du hast die Kontrolle so ein bisschen. Das ist ja so geil. Gerade habe ich nicht die Kontrolle. Du übernimmst gerade die Kontrolle. Ich übernehme die Kontrolle. Ja, ich übernehme die Korne und die Kontrolle. Sehr gut. Oh mein Gott, wir haben Freunde. Ey, jetzt sind Enten hier. Die sind so nah. Das ist ein Pärchen, guck mal. Wieso sind die so nah? Weil sie es können. Komm mal her hier. Hä? Wirklich? Die kommt? Ich fange die jetzt. Die kommt einfach zu ihm, die kommt einfach zu uns. Oh mein Gott, wenn die uns gleich angreift. Oh, die da hinten sieht gefährlich aus. Ich hoffe, die kommen ins Bild rein. Ey, wie geil, guck mal. Das ist keine Podcast-Folge, das ist eine Naturdoku. Oh, guck mal. Wie nennt man eine männliche Ente? Erpel. Sehr gut, ja, Jody. Haben wir was gelernt heute. Nicht schlecht. Nee, pass auf. Es war nämlich das Padawan-Projekt von Commander Krank, Kiga. Wirklich. Und das ist glaube, 2013 gewesen oder so. Ja, und wenn ich jetzt, ja, müsste so in dem Dreh gewesen sein. Sehr, sehr lange her. Sehr, sehr lange. Und du kommst nämlich ursprünglich aus der Gaming-Szene. Richtig. Das wissen viele nicht. Stimmt. Und du kommst aus der Call of Duty-Szene. Ja, aber was eigentlich noch gar nicht. Ist. Die Geschichte dahinter ist ja noch abgefahrener, weil eigentlich komme ich gar nicht da raus. Ach, wirklich? Ja. Was hast du vorher gemacht? Nichts. Ach, du bist einfach reingestartet? Pass auf, es hat so angefangen, ich hatte damals einen Freund, der hat YouTube-Videos angefangen zu drehen, so Let's Plays so. Und ich hab gedacht, ja, Any Art. Genau. Ja. Und ich habe gedacht, warum dieser Lachen? Ich weiß das so, alles. Du weißt das einfach alles, wirklich krank. Okay, ich wundere mich schon gar nicht mehr, weil so ist mein Leben irgendwie. So viele Leute wissen so viel mehr über mich als ich selbst. Das ist krank. Das ist durch diese Daily-Vlog-Zeit, das ist krank, was die Leute über mich wissen. Ja. Naja, anyways.
Der Any hat, Art. Any Art hat angefangen mit Let's Plays und ich habe einfach gedacht, das sieht cool aus, das will ich auch machen. Dann haben wir so ein paar zusammen gemacht und dann hat irgendein Freund von mir gesagt, den ich auch über diese Let's Play-Szene kennengelernt habe, hat gesagt, dieser Commander Krieger macht ein Turnier und ich hatte noch nie von Commander Krieger gehört, ich hatte noch nie von Call of Duty gehört, außer von meinem Vater, der das gespielt hat. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Commentary gesehen, ich wusste nicht, was das ist, nichts. Ja. Ich habe mich einfach beworben und bin einfach angenommen worden und musste dann von jetzt auf gleich lernen, wie man spielt, wie man Commentary macht, wie man das schneidet, wie man was überhaupt, was das ist, was YouTube überhaupt ist, alles. Also ich habe so ein paar Let's Play von Pete's Meat, mein Lieblingskanal. Oh. Pete's Meat, deswegen habe ich angefangen mit YouTube, weil ich so sein wollte wie die, weil ich so eine Freundesgruppe haben wollte wie die. Aber dann bin ich auf einmal in dieses Call of Duty Ding reingerutscht und musste so vor, weiß ich nicht, 500.000 Leuten beweisen, dass ich Computer spielen kann, als Frau auch noch. Horror. Das schlechte, schlimme Zeit. Es ist aber auch eine verrückte Zeit, ja. Weil du es gerade sagst. Nein, den Seitenhieb mache ich nicht. Doch. Es ist so lange her, ja, dass man sagen kann, dass ein Commander Krieger noch 500.000 Klicks gefahren hat. Nee, ich glaube, die Videos hatten so, also doch, das, die krassesten hatten schon so 80.000 Klicks. Aber so. Ja, das war aber zu der Zeit abgefahren. Das war krank. Das war abgefahren so krass, viel. Mann. Das ist absurd. Immer noch krass. Also wenn man sich das jetzt mal vorstellt, ne, wir müssen mal ein bisschen einen Schritt zurückgehen bei diesen Zahlengeschichten. Ja, voll. Und mal wieder davon weggehen, dass alle Leute 300.000, 400.000 Klicks machen. Ja. Wie viel ist denn 80.000? Wie viel sind denn 10.000 Leute, die ein Video angucken? Das ist doch krank. Also ey, wenn du es dir so zurechtlegst, es ist wirklich, ja, so. Pass auf, ich hatte nämlich letztens so, was heißt letztens, ist ein bisschen her, da hatte ich so eine Struggle-Phase bei Twitch, wo es dann nicht so knülle lief und ich gucke nie auf meine Followerzahl, geguckt, ich glaube, es war zu der Zeit 70.000. Auf Twitch? So, auf Twitch, ja. Nice. Und da habe ich so gestruggelt und ich hatte so diese Gespräche, die man mit Freunden hat, so, ja, oh, gerade alles scheiße. Ja. Und dann kommt jemand zu Vergleichen und die Ecke, er sagt so, oh, Bruder, 70.000, stell dir das in einem Stadion vor. Ja, so irgendwie so Westfalenpark oder wie die Scheiße heißt. Bruder, das ist insane viel. Und das sind so, du kannst dieses ganze Stadion mit Leuten füllen, die sich aktiv dafür entschieden, ja, haben, auf den Folgenknopf zu drücken. Das ist krank. Das darf man nicht vergessen. Eben. Das ist auch noch manchmal viel mehr wert. Also ich finde ein Video mit so 20.000 Aufrufen oder 30.000 Aufrufen auf YouTube, finde ich viel wertvoller als eins mit 300.000. Weil das kam dann einfach in den Algorithmus rein und dann, ja, haben 300.000 Leute darauf geklickt, irgendwelche Randoms, die sich vielleicht gar nicht dafür interessieren, aber 30.000 Leute haben sich wirklich aktiv dafür entschieden oder 10.000 oder 2.000 oder weiß ich nicht was, das, ja, zu gucken. Das ist voll das geil. Das ist ehrlich. Das ist ehrlich und wertvoll. Das nicht wegen Clickbait, nicht wegen irgendwas, sondern wirklich, weil die das gucken wollten. Das ist doch geil. Das ist Todes. Das darf man nicht vergessen. Das ist ein bisschen eine Psychose. Gerade jetzt, wenn du jetzt anfängst, gebe ich dir das mal mit als Mutti. Ja! Gebe ich dir diesen Tipp gerne mal mit und sage dir, behalt den Kopf für die Zahlen, so dass du denkst, wirklich jeder Klick ist eine Person. Ja, ich meine, krank. Ich habe ja Twitch jetzt 6 Jahre gemacht. Ja. So, und da hatte ich auch mit Varon schon drüber gesprochen, wenn man einmal irgendwie so hoch geht und das pendelt sich dann ein und dann kommt irgendwie so ein Drop, ja, oder so. Das dann ist hart. Dieser erste Drop, ja, der bricht einen aus dem Leben. Ja. So, das macht dich komplett mürbe. So, aber irgendwann kommt so die Zeit des, ich nenne es die Zeit des Heilens, ja, wo man so sich dann so mit akklimatisiert, dass diese Social-Media-Welt einfach so ein wilder Westen ist, weißt du? Ja, vor allem jetzt gerade. Jetzt gerade. So, vor 10 Jahren war es noch anders, da wurdest du geguckt, weil du es gemacht hast. Genau. Jetzt macht es jeder. Jetzt wirst du nur noch geguckt, wenn du entweder den größten Stress machst und, ja, den größten Beef mit irgendwem hast oder wenn du dich ausziehst oder das war's eigentlich. Das war's eigentlich. Ja, die Szene ist komisch geworden, die Szene ist auch einfach so riesig geworden. Zu groß, das ist das Problem, das ist ein Überangebot. Ja. Guck mal, früher, da habe ich heute Morgen, als ich aufgewacht bin, ich weiß nicht wieso, aber da habe ich heute Morgen drüber nachgedacht, als wir damals, in der Zeit, wo wir uns auch kennengelernt, ja, haben, so, da war diese YouTube-Bubble ja so krass das Thema, so. Mhm. Da gab es 20, 30 YouTuber und die wurden von den Leuten in der Schule, wurden die besprochen, die ganze Zeit, so. Das war das, ich wer weiß, hast du das mit dem mitbekommen? Ey, das war krass. Ja, das eben. War krass. Ey, das als Varo krank. War. So, ja, Mann, das war ein Minecraft Thema. Da wurde jeden Tag, wo drüber geredet, Bruder, wer fliegt als nächstes raus? Richtig. So, und als man selber dann, gut, da war ich dann aus der Schule schon raus, also, als man selber bei solchen Projekten dabei war, war das schon mal erst
das völlig krank sein, ja. So, dass man irgendwie, dass Simon ungesagt, ey, willst du da mitmachen, war für mich insane. Ja. So, und das ist was, wo man sich früher immer so gedacht hat, boah, wie geil wäre das. Wie geil, ne? Wie geil wäre das, sowas mal heute ein Projekt, das noch so geil ist. Aber nicht, weil es nicht mehr so geile Projekte gibt. Es gibt so viele von diesen geilen Projekten, ja, dass man sich gar nicht mehr so auf eins fokussieren kann. Die Kinder reden über alle Projekte und der eine hat das gesehen, der andere hat aber das gesehen, der andere hat das gesehen. Es gibt gar nicht mehr dieses, das ist komisch, das ist ein bisschen komisch, das Überangebot einfach. Ist so, gerade durch TikTok. Das hat sich gerade sowieso, also TikTok ist ja so ein Gamechanger gewesen. Ja. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob positiv oder negativ. Ich glaube beiderseits. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, es gibt da kein Positiv und Negativ. Es ist Entwicklung. Es ist der nächste logische Schritt. Ja, das ja. Einfach noch mehr, noch accessible, noch kürzer. Noch, das ist so einfach logisch, dass was, das so passiert. Was es ja umso perverser macht, weil diese ganze Szene nicht mal 20 Jahre existiert. Das stimmt. So, wir reden jetzt, wir von der deutschen YouTube-Szene. Wann hat die deutsche YouTube-Szene sich aufgebaut? Ging so mit Gronkh 2010, 11 los. 11 Jahren, ja. So. Und das ist, wenn du es auf die Gesamtzeit rechnest, ist das nix. Nix. So, es ist nix. Und jetzt sage ich so, ich habe letztens einen Tweet gelesen, da ging es so drum, stirbt YouTube aus? Krank, so. Nach 10 Jahren. So, und ich denke mir halt, fuck. Okay, ich check, warum die Person das sagt, weil der Content sich so dermaßen verändert hat, aber vielleicht ist diese Person einfach so aus dem Zeitgeist so ein bisschen rausgefallen. Ja. Weil ich glaube, YouTube ist doch voll am Anfang. Auf jeden Fall. Ist doch übel am Anfang. Es ist nicht mehr so, wie es war, aber es ist immer noch die krasseste Plattform so für Videocontent. Ja, und es ist in diesem Kreativbereich natürlich, ich sag mal, eine Form der Kunst, die sehr, sehr schnell gewachsen und sich entwickelt hat. Sowieso, wie die Welt sich in letzter Zeit entwickelt hat, ist ja total verrückt. Ja. So, allein als das Internet dazu kam. Krank, das ist auch noch nicht so lange her. Wenn das muss auf man den sich mal Menschheit, vorstellen. Wow. Wie lange die Menschheit existiert und das Internetzeitalter dessen mit Globalisierung und allem drum und dran. Dicker, das ist der hier. Das ja, ist Mann. Hier. Ja. Wenn ich die Finger zusammendrücke, irgendwo dazwischen. Ja. So. Findet das Internet statt. Ja. Und es geht noch so viel krasser Shit. Ja, so, das muss man sich einfach vor Augen halten, wo man sich denkt, es werden noch so viele Creator kommen. Es werden, und es ist, weil die Frage kriegt man auch voll viel, die wirst du auch bestimmt viel bekommen. Lohnt es sich noch irgendwie mit YouTube anzufangen? Das mit hat Twitch sich ja anzufangen? Damals, als ich das gemacht habe, schon nicht gelohnt. Da haben die Leute schon gesagt, das, ah, ist schon zu spät. Jetzt ist so, schon zu spät, fuck. Am Arsch die Räuber. Ist, ey, Quatsch, Mann, nein, nie. So, gucken wir jetzt mal so ein Eli an. Mhm. So, Eli, gerade größter Streamer Deutschlands. Mhm. Ey, der war vor, sagen wir mal, 3 Jahren war da noch nicht Thema. Ja, auf also gar nicht keinen groß, Fall. Also, vielleicht noch weniger, vielleicht auch vor einem Jahr oder wenn zwei. Wenn dann szenespezifisch, ja, so ja, genau. FIFA-Szene. Ja, aber das, dieses Level, ja. Das ging so schnell. Den Trimax, der war auf einmal, ja, zack, das war auch da. Krass, diese Entwicklung. Das ist verrückt. Wirklich, total das ist völlig absurd. Verrückt. Aber geil, die Hustler einfach. Ja. So funktioniert's. Das ist halt der Unterschied zwischen damals und heute. So, es funktioniert immer noch, aber halt ganz anders. Du musst, so damals war das, was du da gemacht hast, um aufzufallen, war es einfach zu machen. Weil ja. es gab so wenig Leute, die es halt gemacht haben. Dann war es immer besonders, wenn jemand sich getraut hat, das zu machen. Richtig. Und um es jetzt zu schaffen, meiner Meinung nach, kann natürlich auch Zufall oder anders, ganz anders sein, musst du wirklich diese Hustler-Mentalität haben, um dich abzusetzen wieder von allen, die es machen. Und dann musst du der sein, der es am meisten macht. Und ich glaube, da liegt der Unterschied. Ja. Ich glaube, der Unterschied liegt mittlerweile darin, in Relation zu früher, wenn wir jetzt so 2012, 2013 nehmen, wo die ganzen Let's Player halt gepoppt sind, so um diese ganze Bande um den Simon, um den Dena, einen Concrafter damals noch. Ich glaube, da liegt der große Unterschied darin, dass du halt sagen musst, heute musst du einfach mehr machen. Ja. Du musst einfach... Du musst richtig Businessman sein oder Woman. Ich glaube, ja, das. Und du musst einfach viel mehr ackern. Ja. Das ist wahrscheinlich der Unterschied, wo man sagt, hey, heute ist es schwerer als damals, weil der Markt ist übersättigter. Mhm. Und du musst viel mehr auffallen, sei es in irgendeiner Art und Weise auch immer. Aber viel Arbeit belohnt halt der Algorithmus das und stimmt. die Plattform belohnt das viel, viel krasser. Ja. Und so, guck mal, das Einzige, was wir müssen ja sehen, das sind, jetzt folge den Helikopter, Alter. Ah. Aber das ist das, was ich wollte. Die Henkes Corner ist draußen, da kommen die Side-Effects. Diese Enten auch die ganze Zeit im Hintergrund so. Ja, ja, safe. Aber die haben sich schon ein bisschen, obwohl die chillen da hinten. Ja, die machen ihr Ding. Start. Nee, was ich sagen wollte, wir müssen ja auch irgendwie alles so ein bisschen realistisch betrachten und diese Plattformen sind alles Unternehmen. So. Ja. Und die wollen Cash machen. Wie kriegen sie Cash? Content auf die Plattform. Wie kriegen sie es am besten hin,
dass die Leute mehr machen, mehr konsumieren. Algorithmus, am besten die Kanäle pushen, die sowieso schon viel machen. So, und dann ziehst du auch mehr Leute auf die Plattform rauf. So, und dementsprechend entwickelt sich die Szene einfach dahin, dass es nicht mehr reicht. Ja, wir machen jetzt eine Start-Stop-Aufnahme. Schneiden gar nicht mal großartig, legen vielleicht mal einen Schlagschatten auf die Facecam drauf und ab geht der Bums ins Internet. Das ist einfach nicht aktuell. Das ist eine schöne Zeit gewesen, kannst du dir vorstellen, Jodie. Aber die Zeiten sind vorbei. Ja.